Hallihallöchen, Leute, und willkommen hier zurück in Dead Space 3 hier in der Archäologiestation zusammen mit dem Zargon hier als John Carver unterwegs, der irgendwelche ganz komischen Zinnmännchen sieht und die flüstern ihm anscheinend immer irgendwelche ganz komischen Sachen zu. Hallo, Leute, ich höre Stimmen. Ja, also wir sehen, wie das bei ihm aussieht. Einfach auf seinen Kanal gucken, auf seinen Videos und da müsste man das dann sehen können, wie die Zinnmännchen aussehen und was die so Böses zu ihm flüstern. Ich will's eigentlich gar nicht wissen. Sie sagen, du tust uns weh. Wer? Ich? Ja, du musst gehen. Ich doch nicht. Wir müssen wieder ganz werden. So, guck mal, hier ist der nächste Aufzug. Ah, der mit dem Aufzug. Du magst doch Aufzüge. Nein, ich mochte noch nie Aufzüge. Ja, hier geht's zum Müllaufzug, auch wenn ich nicht weiß, was wir hier in der Müllindustrie abschalten suchen. Eigentlich. Ich weiß es nicht. Wir brauchen eine Torkstange. Ach, ja. Kacke, nee. Was denn? Nee. Was ist denn? Der Gang. Da vorne, genau da. Was soll da sein? Da. Genau da. Da ist genau nichts. Hier. Da ist nichts. Doch. Nein. Geschenke und Bild von meiner Familie mit einer Kerze. Genau da. Schön. So, jetzt bastel du mal bitte eine Torkstange. Ich muss meinen Wolfram gerade mal ein bisschen sparen. Bastel du doch eine Torkstange? Nein, ich habe nicht genug genug Wolfram, aber ich brauche das gerade wofür, deswegen. Für was willst du wieder bauen? Ich will mir eine schöne Waffe bauen, deswegen. War denn das drin? Pläne? Waffen-Upgrades? Das war bei Objekte, genau. Ganz unten irgendwo Torkstangen oder so. So, weil hier gibt es nämlich wieder einen kleinen Bonusraum. Und den wollen wir unbedingt abgreifen. Muss mehrmals drücken. Ja, genau. Verzeih mir, aber ich habe Hirngespinst, ja. Okay. Da liegt ein Toter. Ja, das habe ich auch gesehen. So, und Flammenwerfer. Yay, Flammenwerfer. Da Tote was bei sich? Nein, das war's schon. Da liegt noch was. Ersatzteilbox. Ein Haufen ist Semtex. Kann ich damit die Geister in meinem Kopf wegsprengen? Du kannst es probieren. Verzeihung, ich muss mich kurz schnäuzen. Diese Reparaturkits da, die haben übrigens immer irgendwelche Materialien drin. Ich schnäuze mich nur deswegen, weil mir die Zinnmännchen schon an der Nase rauskommen, ja. Oh Gott. Zinnmännchen kommen aus der Nase raus. Das ist ja grausam. Was ist hinter dieser Tür? Die Wahrheit. Was? Brennstofflager. Waiting for you steht über der Tür. Nein, nein, Flexi, nein. Das ist einfach nur ein Sprengstofflager. Nein! Doch. Ich hörte gerade eine Stimme meiner Frau, die sagte, hinter dieser Tür wartet die Wahrheit. Und da stehen haufenweise Zinnmännchen. Geburtstagstorte, eine fette. Hier ist nichts. Genau hier ist der Kuchen. Ja, ich hole einfach mal den Aufzug, ne? Ja, da muss ich auf dich warten, weil du musst nämlich auch hier den Aufzug betätigen. Alter. Dann laufe ich dir mal hinterher. Mal gucken, was du siehst. Ich sehe einen fetten Kuchen und Zinnmännchen vor der Torte. Okay. Was zum Teufel. Jetzt darfst du den Aufzug betätigen. Was zum Teufel. So, das kennen wir jetzt erst. Ich habe jetzt leider den Text nicht hören können, aber irgendwas sucht John und sie sind zurückgekommen. Was immer das bedeuten soll. Was? Ich habe keine Ahnung, Flexi. Ich bin genauso verstört wie du im Moment. Ich bin überhaupt nicht verstört, ich bin einfach nur verwirrt. Ja. Wenn du irgendwas siehst, was überhaupt nicht da ist. Natürlich ist es da. Nein, absolut nicht.
Oh mein Gott, ich werde angefallen. Oh mein Gott. Besser du als ich. Das ist aber eine leckere Torte, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Aua! Wieso, was ist denn da drauf? Geh runter von mir! Das ist so eine zweistöckige Geburtstagstorte mit weißer Glasur und Früchten obendrauf. Okay. Und Leuchtekerzen obendrauf. Leuchtekerzen? Ja, diese komischen Glitzerstäbe zum Anzünden, die dann so Funken sprühen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen. Frage. 100 Kerzen? Helfen Sie mir, Herr. Kann sein. Ah, ich bin da. Warte, ich helfe dir. Ah, danke. So, der Fahrstuhl kommt weiter runter. Ja, ich glaube, sie heißen 100 Kerzen. Glaube ich. So, wir sammeln jetzt erstmal mal schnell alles ein hier und dann gucken wir mal, was in der Truhe drin ist. Ich will ein Stück vom Kuchen. Ich will ein Stück vom Kuchen. Da liegt jetzt bestimmt irgendwo der Kopf meiner Frau drin oder so. Ja, die Wahrheit liegt da drin. Ich bin noch nicht seelisch dafür bereit, das Ding zu öffnen. Gib mir den Moment. Partner. Na, drück doch. Hallo? Ah. Okay, da war jetzt nur Upgrade-Sachen drin. Okay, ich dachte schon, du hörst jetzt wieder irgendwas und deswegen war ich so still. Okay. Dann soll mal wieder rausgehen hier. Welches Kompaktraum. Ja, ich weiß auch noch nicht, was das ist, aber da kann man sich bestimmt auf jeden Fall eine nette Waffe draus bauen. Was hat jetzt da mit dem scheiß Kuchen auf sich? Weiß ich nicht, aber du wirst es noch erfahren. Hier geht's ja noch weiter. Flammenlasur. Es sind Kiwis oben drauf. Kiwis? Okay, lass uns mal hier raus hier. Ja, ich will hier raus. Hier alles ganz gewaltig. Oh, hier hat's Nebel im Gang. Ja, wunderbar. Aber im Moment kein Zinnmännchen zu sehen. Na, ist doch gut, oder? Ja, das heißt, ich bin noch nicht ganz kaputt im Schädel. Brennt noch was? Nö, ne? Zum Sicherheitsraum. Müssen wir da rein? Weiß nicht, hier unten ist noch eine Werkbank und hier geht's auch noch ein bisschen weit. Ach, guck mal hier. Ach, da war doch das, die Szene mit dem, du musst Fleisch essen. Nase, Augen, Ohren, Mund. Ja, das ist unterschiedlich, ne? Also nee, das war da. Nee. Doch. Mit dem Audiolog. Doch, 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 doch. Hier geht's zu irgendeiner Kammer. Ja, du machst mir Hoffnung, da geht's zu irgendeiner Kammer. Ja? Da sind irgendwelche Sachen drin, die versuchen mich zu töten. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder einen Aufzug. Ja, schlecht, oder? So ein Aufzug hat aber was Feines. Mhm, solange ich nicht wieder Dinge sehe, ist alles also ich okay. Ich glaube, wir fahren nach oben, oder? Fahren wir runter. Wir fahren nach oben, das siehst du an dem Blinkelicht. Hier waren wir aber noch nicht. Ist das Ding laut. Ich habe mich auch gerade ziemlich so ein bisschen erschrocken. Hm. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon mal. Okay. Das ist das Vorratslager, wo wir jetzt sind. Oh, hier ist irgendwas. Sucherbot. Oh. Falscher Moment für Sucherbot. Au! Ich bekomm's wieder ab, ey. Ich bin immer so der Heldin im Ganzen. Ist es tot? Nee, ist es noch nicht. Ah, das ist noch irgendwo eins. Ja, jetzt springt es nicht an. Wo ist das jetzt? Oh, über mir. Scheiße, keine Munition mehr. Upgrade-Platine. Oder? Hä? Ja, hier ist noch eins. Okay, das war's. So, der Sucherbot schlägt auch hier irgendwo an. Hier bei mir. Wir sollten hier mal irgendwo. Hier. Okay.
Sonst sagt der Sucherbot, hier gibt's gar nichts mehr, hä? Alter Schwede. Nee. Gut, dann sollten wir jetzt hier wohl hier mal raus verschwinden, hä? Hier raus bei mir. Ach da, bei dir, okay. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich will diese Party sagen, hä? Happy Birthday, Dylan. Hm. Ich sehe und... Obwohl ich höre auch Kinderlache. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Das habe ich auch gehört, aber mehr nicht. Das ist richtig creepy im Moment. Ein bisschen? Ja, für mich mehr als für dich, weil du siehst die ganzen Sachen nicht, was ich sehe. Hey, Zinnmännchen, hallo. Also für mich ist das jetzt relativ unspektakulär. Die Zinnmännchen haben so ein weißes Gesicht, rosa Bäckchen und schwarze Augenringe um die Augen. Psst! Wollen wir den ganzen Tag rumsitzen? Wir sind seit 5 Minuten in diesem Aufzug. Sehen wir uns jetzt mal hier um oder nicht? Was? Klar. Einige Dinge gräbt man lieber nicht aus. Was, Carver? Hä? Das war für mich jetzt irgendwie unlogisch. Du hast gerade gesagt, wir sind seit 5 Minuten in diesem Aufzug. Ja, ich weiß. Bedeutet das, dass alles, was wir gerade gemacht haben, ist nicht passiert? Irgendwie schon, ne? Was? Keine Ahnung. Hä? Teil komisch irgendwie. Fahren wir hier mal weiter. Komm. Ich bin gerade verwirrt. Ich auch, weil... Ja, bei mir hatte ich noch so diesen orangen Effekt auf dem Bildschirm. Ach so. Dann hast du gesagt... Carver, was ist los? Wir sind seit 5 Minuten hier drin. Gehen wir jetzt mal. Okay. Interessant. Sind wir jetzt wirklich nur 5 Minuten Aufzug gefahren? Nee. Also ich habe ja gesehen, dass wir da unten Negros gekillt haben und da haben wir nicht mehr Macke oder so. Deswegen verstehe ich nicht, was er gesagt hat. Wir sind seit 5 Minuten im Aufzug. Fand ich ein bisschen komisch. Aber gut, okay. Wir werden es vielleicht noch irgendwann mal lüften. Was hier eigentlich passiert ist. Aber wir gehen jetzt auch ganz gut hier zum Beispiel, wir eigentlich hin wollten, bevor du hier irgendeine komische Frau gesehen hast, die es gar nicht gibt. Ich glaube, das war meine Frau. Kann das sein? Hm, wer weiß, bestimmt. Ja, was hat es jetzt mit der Wahrheit auf sich? Unten war doch nur die Kiste mit den Upgrades. Und der Geburtstagskuchen. Ja, vielleicht hatte dein Kind Geburtstag. Dann ist es gestorben. Was weiß ich. What the fuck? Tot durch Geburtstagskuchen oder was? Kerze mitgefressen oder so? Hast du es irgendwann gehört, dieses Ja. Okay, das sind Luftrohre oder Gasdinger. Was ist hier passiert? Blutige Handabdrücke. Da ist irgendwas in den Lüftungsschacht gekrochen. Ja, hier ist ein Textlog. Ja, wunderbar. Lies vor. Von SFC Lumley. Ach, übrigens, haben sie endlich diese Großschrift rausgepatcht oder so? Weiß ich nicht. Immerser Rückschritt bei der Erweiterung von Einrichtung 1 heute. Gletschereinsturz kostete uns 23 Männer, 2 Schlepper und 3 unfertige Gebäude. Erste Untersuchungen wurden gemäß Protokoll mit Telemetriebolzen durchgeführt. Diese haben die instabile Eismasse aber nicht registriert. Der Verlust an Materialien und Arbeitskräften bedeutet einen gewaltigen Rückschlag für den Zeitplan der Expedition. Von Lumley war das, ne? Diesem einen Heini da. Da wo du bist, müssen wir weiter. Da wäre noch ein Aufzug. Können wir da lang? Ja. Komm mal. Nee, verriegelt. Ah, geht nicht. Okay. Ja, ich dachte, hier muss nur ein anderer Spieler da sein. Wisst ihr was, Leute? Wir fahren jetzt wieder mal Aufzug. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Wir müssten echt mal so einen Aufzug-Counter einbasteln. Das ist ja... Oh, was ist das? Was ist das? Blumen. Haufenweise Blumen. Blumen? Ah, nicht die Viecher! Oh, die Hühnchen das aus Dead Space 2. Das sind die Hühnchen aus Dead Space 2. Diese Zombie-Gockel, hä? Ja, ich weiß, ja. Mein Sucherbot schlägt an. Kommst du hinterher? Ich habe keinen Sucherbot dabei. Ach so. Dann platziere ich mal meinen, wenn du nichts dagegen hast. Ich laufe dir mal nach. Dann muss ich. Weil in die andere Richtung geht's weiter laut Zielmarke. Ja. Boah, muss ich weit laufen? Oh, ist echt dichter Nebel. Hier. Genau. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warte, ich zieh gleich meine Waffe, dann siehst du, wo ich... Buh! Ah, jetzt hast du mich... Das ist wieder nur so ein Areal für den Sucherbot, kann das sein? Da ist sonst überhaupt nichts. Ist ja nichts mehr.
Ja, wenn du einfach nur mal zwei Schritte weit ziehst, ja. Ach, verdammt. Sind wir falsch gelaufen. Ist das der richtige Weg? Ja, ne? Ja. Okay. Ja, Leute, ich sehe auch schon wieder, es ist Sonne. Ah, oh, das ist auch schon wieder. Licht. Es ist. Ich habe gerade irgendeinen Grafikbug. Hä? Ich nicht? Ja, so bei mir flackert das Licht. Aber jetzt geht's wieder. So, ich sehe aber geh auch nicht schon zu wieder, weit vor, geh nicht zu weit vor. Ja, es ist Zeit, auf jeden Fall jetzt die Folge zu beenden. Das sehe ich. Ah, da flackert das Licht bei mir auch. Da. So, das heißt, wir müssen auch wieder Tschüss sagen für diese Folge. Wir würden uns dann freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei sein würdet, wenn es hier heißt, wir watschen durch den Schneesturm und suchen unsere mutierten Gockel. Ja. Bis dann, Leute. Stay tuned and so long. Ciao.